Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Schwatzing RP. Ich habe jetzt gerade offline das Fass verlaufen lassen, damit wir wenigstens die paar Sekunden hier effektiver nutzen können. So, wir machen jetzt voll nochmal, also zu den Kühen rein. Oh Leute, ich könnte in die anderen Fässer rein haben. Wir tun jetzt noch mal was in die zu den Kühen rein, genau, zu den Schweinen und dann zu den Schafen. Das ist der Plan, dass wir auf alle Fälle schon mal Gülle produzieren, weil der Landhandel hat im Anzeiger vor zwei Folgen, glaube ich, reingeschrieben, dass sie dringend Gülle und Gärreste ankaufen. Und dann dachte ich mir, hey, produziere Gülle, dann lass uns dies nutzen, die Gülle dann dahin zu bringen. So, wir schauen mal in unseren Tierbestand rein. Ah, passt, ist voll. Gut, dann fahren wir einmal hier rüber und hoffen, dass wir jetzt da durchpassen. Verdammt eng in der Baustelle, aber guck jetzt raus, müsste gehen. Auch schon voll. Hätte doch noch das kleine Fass gereicht, ey. So. Schon das Fass einmal hier rückwärts rum. Und hier vorwärts wieder rum. Dann fahren wir mal hier hoch. Kippen wir hier was Wasser rein? So, und dann fahren wir den Rest zu den Hühnern. Echt, die brauchen ja auch Wasser. Dann haben wir die Wasserrunde schon beendet und das zum ersten und letzten Mal. Da müssen wir nie wieder Wasser fahren. Martin! Ja? Häng halt das Frontgewicht ab. Ah, okay. Oder nimm deinen Traktor, wie du willst. Du hörst mir gleich. Also du kannst machen, wie du willst, gell? Ja. So. Ein wunderbar geschwadert hier. Wir hatten den Trigger da so beschissen reingepflanzt, ey. Ich sehe natürlich wieder ordentlich Wasser raus. Weil jetzt haben alle Wasser. So, jetzt können wir hier rausfahren, hier rumfahren, und dann das Fass, klappt's an bitte, danke, das geht jetzt noch kaputt. Nehmen wir heute ausnahmsweise mal hier die Abkürzung übers Feld. Weil das gehört ja eben hier. Weil ich das hier untergruppe, ist das auch egal. Aber wir müssen heute mal ein bisschen effektiver sein. Mit Sprengerchen hindüsen. So, das Wasserfass stand hier. Stellen wir auch da wieder hin. Der Dolly stand da vorne.
Die stellen wir auch da wieder hin. Und wie komme ich da rein in Feld 4? Da ist, wenn du von Feld. Zwischen Feld 37 und 38 ist ein Feldweg. Ja. Und von der Seite kommst du rein. Alles klar, okay. Ja, Zäune halt. Ich hab's irgendwie nicht. Ja, nee, alles gut, Zäune halt. Ja, danke schön. Bitte. So. Heute ist ziemlich ruhig, es ist fast zu ruhig. Keine wilde Verfolgungsjagd diesmal. Ja. Stelle ich jetzt das Fass hin? Das brauche ich hier eigentlich gar nicht. Das brauche ich eigentlich unten bei den Tieren. Also beziehungsweise unten. Unten am Kuhstall. Ja, genau. So eigentlich alles. Stellen wir das Fass ja immer da rein. Und bekommen die ein bisschen Gras und dann sind sie schon ziemlich gut zufrieden. Ne, aktuell geht gar nicht. Geht gar nichts. Ich habe selber zu genug zu tun und. Das hört sich immer so gut an. Ich habe selber so viel zu tun. Meine Tiere brauchen alle was zum Essen. Alter. Wir hatten diesen komischen Fahrradpunkt hier, Tommy. Aber mein Ladewagen ist eh noch unten. Fahren wir jetzt mal wieder runter zum Shop. Hier muss ich jetzt bremsen, sonst schießt der geradeaus rüber. Wie das letzte Mal. Dann lege ich mich hier auf die Schnauze und stehe wieder. Ah, geht sogar. Passt. Hat auch keiner gesehen. Psst, nicht verpetzen. Dann ist alles super. Ganz gemütlich hinfließen, dann ganz gemütlich unseren Ladewagen schnappen und ganz gemütlich mit Vollgas wieder zurückfließen. Und nie vergessen, kein unnötiges Geld rauswerfen. Wir haben ja einen großen Kredit bei der Bank, also beim Bürgermeister. Ich könnte es jetzt auch ansetzen und schauen, ob ich vergisst den Kredit. Aktuell kann ich eh nichts zahlen. Also erst holen wir jetzt ein bisschen Gras runter.
fahre ich quer durchs Feld, ich Idiot. Ich Idiot, fahr voll übers Feld. So. Mal hier fahren wir rein. Sogar mit Blink heute. So. Dann legen wir hier los. Das Gras zu sammeln. Gras sammeln. Wird schon wieder wie geschmiert hier. Hier geht echt gut Gras runter. Schon fast voll, ey. Also ich sag gleich, das ist mein Lieblingsladewagen, dieser Schüttemaker Zweiachser, der gefällt mir einfach extrem gut, deswegen fahre ich die ganze Zeit mit dem. So, als erstes brauche ich die Schafe was, den Rest bekommen dann die Kühe. Davon den Rest wird zu Silage gemacht. Die Schafe brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel. Also ich glaubte, die Schafe brauchen nicht so viel. Genau. Fangen wir jetzt noch zu den Kühen. Schön geschmeidig kommen hier. So, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Feld 40 ist jetzt fertig. Matt, ja. Wollen Sie das mit dem Aufschwadern? Kann ich noch schnell machen, ja. Gut, das wäre super. Ja. Und wenn sie damit fertig sind, melden sie sich. Alles. Dann bekommen sie Geld. Ja. Passt. Bis dann. Das war ihr klar, dass die das alles brauchen. Deswegen. Gleich Gas geben. Nächste Fuhre holen. Wir haben einen fetten Kredit am Laufen, somit. Schnell. Gas geben. Naja. Was fährt denn der jetzt hin? Ja, wo fährt denn der hin? Der jetzt hingefahren ist, keine Ahnung. Fahren hier ganz gemütlich an. Ein bisschen interessant geschwadert worden.
gelandet wieder. Dann drehen wir hier einmal ab. Fahren die Spur gleich wieder dahin. So. Wie viele Kühe bekomme ich in diesem Stall noch? Das ist die Frage. 200 Kühe. Schweine? Schweine, okay. Das heißt, wir machen nur alles runterverkaufen auf 200 Stück oder alles runterverkaufen auf 350, also die Hälfte noch verkaufen. Ja. Super, so, aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.